Ja, Freunde, es geht los mit La Gomera Wandern. Die ersten beiden Wanderungen, die ersten beiden Teile habe ich fertig. Dann gibt es noch zwei weitere Teile, aber wir bewegen uns jetzt erstmal hier in diesem Gebiet, hier oben, wo die Nebelwälder sind. Sehr schöne Wanderung hier von Arura aus, auch schönes kleines nettes Örtchen. Und später die zweite Wanderung dann hier im Gebiet Parque Nacional Garachonay. Garachonay ist die höchste Erhebung auf La Gomera, also ein Pflichtprogramm, das müssen wir machen. Für die Leute, die vielleicht schon Wanderführer gekauft haben und wissen wollen, okay, ja, wie sieht das da aus, wie ist die Wanderung, ne? So kleine Vorabinfo. Ja, das sind die Wanderungen hier, die wir hier gemacht haben, 24, 25, da haben wir ein bisschen was zusammengepackt im Roter Wanderführer. Und hier die Geschichte, das ist die Nummer 61 im Roter Wanderführer. Ja, später machen wir dann noch zwei weitere Wanderungen. Und zwar einmal hier oben an der Playa de la Caleta. Da haben wir auch so ein bisschen was zusammengemischt. Das sind dann die Wanderungen 52 und 53 im Roter Wanderführer. Und ziemlich spektakuläre Wanderungen, natürlich das Highlight immer dann zum Schluss. Das ist dann hier vom Vallecanre aus, ab El Guro, gibt es da so eine Wanderung entlang des Kamms, schwarz im roter Wanderführer, also nicht für jeden geeignet, weil dann muss man absolut trittsicher und schwindelfrei sein. Die dann ganz zum Schluss. Ja, das war es jetzt erstmal an Infos und viel Spaß mit den Videos. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Es geht los, ne? La Gomera wandern. So, da vorne das Örtchen ist Arure. Und wenn ihr hier zu dem Stausee gekommen seid, so ein kleiner Stausee, minimal, und ihr geht hier weiter hoch, dann seid ihr auf der richtigen Tour. Ja, meine Lieben, also hier von diesem Frühnebel, da braucht ihr euch nicht abschrecken lassen. Ich denke, das ist klar. Was heißt früh? Das war schon mittags, ne? Aber es ziehen immer mal ein paar Wolken. Das ist aber völlig unbedenklich und da könnt ihr ruhig starten. Das ist das, was ich euch sagen will. Also da braucht ihr gar keine Rücksicht drauf nehmen. Das verzieht sich immer wieder. Das ist hier mal im Tal der Insel, dort mal. Aber ich habe noch nie gesehen, dass sich das irgendwie länger als einen halben Tag gehalten hätte, ne? Okay, schauen wir mal weiter. Wenn ihr hier oben am Strommast angekommen seid, dann habt ihr schon mal das meiste richtig gemacht. Ja, und so sieht das hier aus vom Weg her, ne? Ist ganz nett, einfache Wanderung, aber mehr geht im Moment nicht. Ist der gesamte Streichelzoo wieder vorhanden? Hund, Hühner, Ziegen. Na, wie immer, wenn der Dirki unterwegs ist. Ja, keine Ahnung warum. Gibt es einen kleinen Streichelzoo. So, und hier unten könnt ihr natürlich sehen, habe ich eben schon mal rangezoomt, ne, dass diese Terrassen jetzt wieder genutzt werden. Ne? Analog wie in Griechenland, wenn die Zeiten schlechter werden. Ne? Ja, dann entdeckt man solche Dinge wieder, ne, und nimmt das wieder auf. Klar, wenn du arbeitslos bist und hier gibt es ja nicht allzu viel dann, ne, so ein halbes Jahr und Ende, dann ist man froh, wenn man noch Land hat, ne? Wir gehen mal weiter, ne? So, Leute, die Katzen hatte ich vergessen, ne? Auch hier gibt es natürlich noch ein paar Stück von. Ja, nicht der beste Pflegezustand. Na, ihr seht das da hinten bei dem Hund, würde man am liebsten sofort wieder rausholen. Aber nun ja, wir gehen mal weiter. So, ja, wenigstens hat mal einer Ausgang, ne? Und dann kommt gleich der Dirkie und dann wird sie gestört, ne? Jetzt weißt du wieder nicht, wo du hin sollst, ne? So, ja,
dann viel Spaß noch heute, ne? Wobei auch immer. Ich wollte euch aber sagen, ihr müsst hier, könnt rechts am Stausee, ihr könnt natürlich auch links, weil das Ganze verbindet sich gleich dann da hinten und hier seid ihr wieder richtig, ne? Ja, die Sonne kommt auch mal raus. Da wollen wir hin, ne? Raso della Bruma, 1,9 Kilometer. Ja, das Ganze geht hier noch ein bisschen an der Straße lang, soll aber gleich wieder in so einen Fahrweg rein. Schauen wir mal, ne? Attacke. So, das ist dann der Fahrweg. Aber, ne, richtig hübsch gemacht. Ja, überall Palmen, ne? Ja, gehen wir mal weiter, ne? Die Sonne kommt raus, wunderbar. Ja, ich sagte ja schon, ne? Also schwierige Passagen gibt es bei dieser Wanderung nicht. Das ist jetzt hier schon, wenn ich mal das so sagen soll, da das schwierigste Stück. Ne? Also, aber man muss ja nicht immer so gleich die schwierigsten Dinge am Anfang machen, wenn man so startet mit den Wanderungen. Ne? Man muss sich so langsam da reinsteigern. Ja, und das hier, ne? Sehr schöne Wanderung, sehr schön einfach. Ist ja auch mal ganz nett, wenn man sich nicht so anstrengen muss. Ne? Okay. Ihr seht, wir sind oben, ne? Ja. Und da geht es jetzt rein in den Nebelwald, Leute. Ne? Wobei Nebel, jetzt um die Uhrzeit, ich glaube, es ist schon 13 Uhr, ziemlich spät los, wird es da nicht geben. Ne? Aber egal, das ist doch mal eine schöne Abkühlung, ne? Weil die Sonne tut ganz gut. Ne? Also rein da. Ja, das erfreut jeden Wanderer, ne? Diese Bodenverhältnisse, schöner, weicher Boden, insbesondere natürlich bei mir nach so einer Fuß-OP, ja, da ist Asphalt, ja, das Schlimmste, was es gibt, ne? Und hier so eine Geschichte in guten Wanderschuhen, das lässt sich gut machen, ne? Und ihr seht ja hier diese Nebelwälder, ne? Mit diesen moosbewachsenen Stämmen, ja, das hat schon was, ne? Hätte ich gerne auch mal bei Nebel gemacht, aber da muss man relativ früh starten und ich weiß nicht, in diesem Urlaub hatte ich so mit früh aufstehen, beim besten Willen nicht, naja, kommt wieder, ne? So, für die Picknickwens, ne? Ich habe nur eine Banane, Raso de los Brumas oder Las Brumas, Picknickplatz, ne? Okay, da sind wir, eigentlich ist Ziel der Wanderung, jetzt schauen wir uns noch mal ein bisschen um, ne? So, Leute. Und klar, wenn ihr anhaltet, ne, verschwitzt, dann wird es hier richtig kühl. Also, Fließjacke, sonst irgendwas, nicht vergessen. Hier Softshelljacke. Ne. Okay. Und wir machen jetzt noch einen kleinen Abstecher, eine zweite Tour, und zwar nach Las Cresses. Da geht ihr hier von diesem Picknickparkplatz aus, da oben, ja, 2,2 Kilometer in die Richtung und wieder zurück. Passt, ne, so 50 Minuten. Ja, dann machen wir den Abstecher noch, ne? Obwohl das nicht zu dieser Wanderung hier gehört. Ja, alles moosbewachsen, ne? Macht schon Riesenspaß. So, Freunde, wie ihr unschwer erkennen könnt, hat sich der Abstecher hier, ne, diese zusätzlichen 40, 50 Minuten, also 4,4 Kilometer, absolut gelohnt, ne? Ihr habt hier so zwei Aussichtspunkte. Ne? Ich bin jetzt hier am rechten. Vielleicht schauen wir gleich nochmal am linken, ob wir noch andere Erkenntnisse haben. Ja, absolut toll.
So. Am linken Aussichtspunkt sind Spanier. Ne? Das kann man unschwer überhören an der Stelle. Ne? Ihr wisst ja, auch beim Wandern permanent muss gesprochen werden. Ach, könnte das so schön ruhig sein hier. Die Gelegenheit war günstig. Das sprechende Volk ist weg. Und jetzt lasse ich euch mal ganz in Ruhe, ne? Freunde, wenn ihr so drüber nachdenkt, ne? Hier so wassertechnisch, hier unten an der Quelle, ja, noch ein bisschen Wasser zu ziehen, ne? Las Creques, dann vergesst es. Ne? Zum einen steht hier eben halt, ja, gesundheitlich wohl nicht überprüft, so lese ich es, unrated water, ja, sanitary, so. So, und hier ist eigentlich egal, was rauskommt, weil es kommt nichts raus, ne? Aber trotzdem, ganz nettes Plätzchen, ne? Also, wer so an eine Brotzeit denkt, der findet da vorne auch ein schönes Sonnenplätzchen, ne? Weil also im Schatten ist es wirklich ziemlich kalt, ne? Wir haben jetzt, ja, Mitte April, ne? Temperaturen so im Schatten immer so um die 21, 23 Grad, aber hier im Wald ist das schon, ne? Insbesondere wenn man so ein bisschen geschwitzt ist vom Gehen, ziemlich kühle Angelegenheit, deswegen nochmal Sonnenplätzchen. Und es geht schon wieder zurück, ne? Sehr schön. Oh, direkt da ist die Straße und zurück geht es dann hier so entlang der Straße, ist nämlich kaum sichtbar. Ne? Seht ihr hier, geht so ein Weg, schmaler Weg, immer erstmal der Straße, ne? Also links von der Straße lang. Ja, ziemlich schmal. Anfangs denkt man, es ist gar kein Weg, aber es ist einer, ne? Okay, so Leute, ja, erst ging es so an der Straße lang, ne, und dann, jetzt geht schon die ganze Zeit hier an so einem breiten Weg, auch noch durch Wald teilweise. Ja, und ich habe so den Eindruck, dass das Ganze einen Riesenbogen macht, denn das Ganze kommt gleich wieder raus bei Cañada del Jorge. Ja, und dementsprechend habe ich so den Eindruck, dass wir jetzt hier einmal einen großen Bogen laufen. Aber ist ja egal, ist ja Urlaub, ne? Und wir haben ja sonst nichts zu tun und wir sind ja zum Wandern hier. Also okay, Attacke. Wer schon mal auf Gran Canaria war, ne? Fällt mir so ein, Haria, das Tal der Palmen, der, ja, wird sich ein bisschen wundern, weil hier sind dann so gefühlt 80-90% mehr, ne? Also das ist dann so, ne, Haria sicher für Gran Canaria, Touristenattraktion, aber das hier ist real life, ne? Hier macht man nicht viel Werbung, aber sind mehr Palmen da. So, da sind wir schon wieder am Stausee, Leute, ne? Aber wollte ich euch gar nicht zeigen, sondern es ist wirklich faszinierend, ne? Also die Palmenlandschaft hier, also schaut mal selber, ne? Also das ist schon, das hat schon was. So, noch ein Kilometer, Aruge, dann haben wir es geschafft. Was ich aber sagen wollte ist, ihr könnt zurück natürlich auch rechts vom Stausee, ne, entlang gehen und habt dann hier nochmal einen sehr, sehr schönen Ausblick, ne? Also wirklich wunderschön, ne? Ist zwar Teersträßchen, aber naja, nicht so schön wie durch die Natur wandern, aber schöne Ausblicke. Ne? Also das passt hier. Also schöne Tour, sehr schöne Tour.
Nicht wundern, Leute, es geht ein ganz kleines Stück hier an der Straße lang, ne? Aber dann kommt direkt hier wieder ein Schild, Arure. So, noch 700 Meter, juhu. Ja, zu den Schmerzen sage ich jetzt nichts, sondern wir gehen da runter, wollen uns ja hier nicht von Schmerzen niedermachen lassen, ne? Wunderschön. Ja, Leute, ihr seht, ne, Voldemort, sein zweites Leben, er ist schon da. Ja, Voldemort. Ich glaube, er ist es. Oder? Naja, sieht zumindest so aus. Ja, liebe Wanderfreunde, das war's dann schon von der ersten Wanderung. Ne? Nichts Schwieriges. Also Gehzeit 3,5-4 Stunden, Höhenunterschied 350 bis 400 Meter. Ja, ihr seht das hier, ne, dass wir hier schon teilweise wieder raufkommen, mal runter. Aber absolut für jeden, für absolut wirklich jeden zu machen. Null Schwierigkeitsgrad, sage ich mal. Ne? Aber gerade so zum Einwandern, ne, so fürs Erste. Absolut geeignet und ihr seht ja jetzt auch hier wieder an den Bildern, ne? Wunderschön und diese Nebelwälder, also das hat schon einen riesen Spaß gemacht. Ja, in Kürze dann auch diese Fotos hier auf panoramio.com, wie ich sage ich ja immer am Ende hier an dieser Stelle und dann entsprechend natürlich getaggt und auch in Google Earth zu haben. Ne? Also dann seht ihr immer, wo ich mich gerade darum getrieben habe, wo die Fotos gemacht wurden. Ich finde es immer sehr, sehr interessant. Lade mir so auch immer meine GPS-Tracks bzw. die Fotos dann mit in Google Earth rein. Wenn ihr das Ganze auf eurem Rechner stationär habt, ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Wünsche euch jetzt an der Stelle erstmal bis zum zweiten Video alles Gute. Ich weiß nämlich aktuell nicht, hänge ich es jetzt hier mit dran oder mache ich vier Teile. Dieser wird jetzt erstmal durch den Konverter gejagt. Also bis zum nächsten Video. Tschüss. So, da hinten steht er wieder, Dirkies kleiner Panda, oder ist es ein Punto? Ich weiß es gar nicht, Leute. So, und hier geht's los, ne? An dieser Stelle hier, La Laguna Grande, also beliebtes Ausflugsziel, ne? Müsst ihr mal aufpassen, stehen schon mal ganz viele Busse oben an der Straße, heute nichts, ihr könnt mit dem Auto bis ganz hier runterfahren. So, Leute, nicht hinten am Centro de Visitantes, sondern hier an diesem Steinbackofen, da geht unsere Tour los. Ich strecke mal wie immer und ja, Attacke, ne? So, für die Interessierten, ne? Es gibt hier bei diesem Weg, auch bei vielen anderen Wegen schon gesehen, hier immer so ein Audio-Guide. Könnt ihr euch dann den QR-Code, den Scanner ziehen, ja, und dann entsprechend mal reinhören, ne? Ja, Leute, ganz schön frisch, ne? Also wenn es bewölkt ist, sowieso, ne? Aber wir sind jetzt hier auf 1250 Meter, glaube ich. Und dann solltet ihr Jäckchen nicht vergessen, ne? Ja, okay. Bisher ging es nur auf breiten Wegen, ne? Also Fahrweg, Forstweg hier runter, ne? Also gerade mal 20 Minuten. So, und jetzt habt ihr hier mehrere Varianten, ne? Alto de Garajonay, so, da hoch, da gehen wir gleich lang. So, ihr könnt aber auch hier die Runde machen, ne? 3,6 ist etwas weniger. Und ihr könnt später, kommen wir dann hier wieder runter, ja,
soweit sind wir jetzt, ne? Okay, Leute, nicht immer die passenden Worte parat. Wir gehen jetzt mal hier rauf. Ja, lange Hose wäre nicht schlecht gewesen. Hat der Dirki aber leider nicht. Ne? Okay, weiter geht's. So, nach den Waldbränden. Sicher nicht der allerschönste Anblick. Aber man erkennt schon, man muss immer nach dem Schönen suchen. Und der Weg ist wirklich sehr, sehr schön. So, Leute, von da unten sind wir gekommen. Ne? Und trotz Waldbrand. Also, es hat schon was. Ne? Ihr seht schon, wir haben schon ein bisschen höher gemacht jetzt. Ne? So, Leute, sollen wir es mal ausprobieren? Komm, wir machen es mal. Wir doch mal rein, Leute, ne? Was es gibt. Hängt natürlich ein bisschen auch internetverbindungstechnisch, ne? So, schauen wir mal. Halt 60. Stellen Sie sich vor, wie sich die ersten Menschen wohl im Anblick der Urwälder gefühlt haben, die heute vor Ihnen liegen. Ist natürlich fraglich, ob die Urwälder auch verbrannt waren. Die ersten Siedler kamen damals aus dem Norden Afrikas. Hier stießen sie auf eine wilde Insel voller Ressourcen, einen Platz zum Leben, zum Pflanzen der Samen und zur Zucht ihres Viehs. Na denn, Leute, also Viehzucht habe ich auch keine gesehen, der Urwald ist nicht mehr da. Okay, aber hört sich interessant an, ne? Und wir gehen hier weiter rauf. Attacke! Aber er war dennoch ein symbolhafter Ort. Hier spielte sich sozial und wirtschaftlich sehr viel ab. Okay. Es gab übrigens zwei Wege, ne? Einmal den Pflasterweg weiterzugehen und dann ging links so ein kleiner Waldweg rein, beziehungsweise so ein Lehmweg, ne? Und das ist die bessere Variante. Warum? Weil ihr hier schon mal einen sehr schönen Aussichtspunkt habt, der auch nicht mit dem Auto erreichbar ist, wo ihr keine Bustouristen trefft, sondern ganz für euch alleine. So wie ich das jetzt mache, Brotzeit macht, ja, dann freue ich mich jetzt auf meine Banane. Bei einer 3-Stunden-Wanderung braucht man nicht mehr. So, muss gerade überlegen, ob wir El Hierro oder Teneriffa sehen. Ich gehe mal ganz fest von Teneriffa aus, so groß wie die Nachbarinsel ist. Okay, sehr, sehr schön. Ich mache mal ein paar Fotos, ne? Ihr wisst ja, die hängen hinten immer an der Wanderung. Entsprechend dran. Mahlzeit. So, hören wir uns noch ein Audio an? Nein, ich glaube nicht. Gehen wir weiter. 100 Hektar, das sind 500 Fußballplätze. Aber nicht alles war negativ. In jenen Jahren tauchten die ersten Stimmen für die Bildung des Nationalparks auf. So, da ist es wieder, das Gabi, was? Da vorne musst du noch rauf, hast du schon gesehen? Das bisschen noch. Ja. Das ist ja nicht viel, ne? Dann wollen wir mal da rauf. Attacke. So, da ist er wieder, der liebe Gabi. Ja, ich bin schon entschnauft, ne? Das sind schon lange Wege hier, ne? Für das liebe Gabichen. Ja, ja, ja. Man passt sich gut ein in die Landschaft, ne? Mit ihrem schönen neuen roten Rucksack. Okay. Da sind wir hochgekommen und jetzt nehme ich euch mal mit auf einer 4K 360 Grad Wanderung entsprechend. Einmal von hier oben, alles einmal rundum komplett. So, bevor ich wieder
Kommentare von den ganz schlauen Zuschauern kriege, die dann sagen, das ist aber gar kein 4K. Natürlich kann kein 4K sein, weil es hier ein Full-HD-Video ist mit 25 Bildern die Sekunde und ich das vorher natürlich von 4K in Full-HD einmal konvertiert habe mit 24 Bildern und 16 Mbits und dann wieder hier mit dem Konverter in 1080p mit 25 Bilder. So, das zu den technischen. Ihr seht, das ist auch so ein Thema, diese große 4K-Lüge. Ne? Das war jetzt hier ein Panasonic Camcorder für 1000 Euro, den ich als kostenloses Testartikel bekommen habe. Ja, als kostenlosen Testartikel und ja, dann wurde der wieder gehypt und hochgeratet. Ich habe das natürlich nicht gemacht, sondern negativ. Warum? Ja, weil er euch alles abschaltet. Ihr seht das hier in der Bildstabilisierung, ne? Die ist nicht gut. Bildstabilisator wird abgeschaltet, kein HDR mehr möglich. Sämtliche Funktionen sind weg, damit man überhaupt 4K machen kann. Und ich gebe euch mal einen Vergleich. 2 Minuten Video hier, Rohmaterial 4K, 904 MB. Wenn ihr das Ganze mit HD vergleicht, habt ihr 180 MB. Ja, und nach der Konvertierung von HD 180 bleiben ungefähr 120 MB übrig. Ja, und hier sind jetzt 236 MB. Das heißt, es ist schon so eine Art Upscaling. Ne? Das heißt, die Qualität ist schon noch besser. Das darf man nicht vergessen. Aber wie gesagt, nochmal keine Bildstabilisierung mehr. Und deswegen habe ich euch am Ende des Videos nochmal die Panoramas gestellt, die ich mit meinem Galaxy Note 4 gemacht habe. Mit einer sehr, sehr hohen Auflösung. Also passt schon. Ne? Also, sorry für die technischen Informationen, aber manche interessiert es. So, ihr erinnert euch, Leute, ne? Da sind wir eben rauf. So, jetzt könntet ihr hier da hinten 1,6 Kilometer zurückgehen. So, wir machen mal die schwierige Variante hier mit 2,2, also 600 Meter mehr. Und es soll dann nachher noch ein bisschen steiler raufgehen. Wir gehen jetzt hier noch wieder eine Ecke runter, ne? Ihr seht das, da gehen wir direkt rauf. Ja, und wenn ihr alles richtig gemacht habt, kommt ihr eigentlich hier wieder raus. So, bei dieser Variante solltet ihr wissen, wie viele Kräfte ihr noch habt. Warum? Jetzt ging es so 1,2 Kilometer moderat bergab. Und jetzt gehen wir mal 1 Kilometer noch wieder bergauf, ne? Attacke. Aber sieht doch wunderschön aus. Ja, das macht nochmal richtig Spaß, Leute. Und das meine ich ja ernst, das wisst ihr, ne? Okay. So, Freunde, da sind wir wieder. Wo wir heute Morgen starten wollten, erstmal, ne? Dann haben wir uns umentschieden, andere Richtung. Ja, und jetzt kommen wir hier oben raus. Und ja, jetzt hat auch der Schöpfer entschieden, dass ich jetzt, wo ich nass geschwitzt bin, unbedingt Sonne brauche. Ja, so ist das immer, ne? Okay. Ja, leider kein Sonnenschein an diesem Tag, ne? Bei Sonnenschein ist natürlich oben Garachonai, jetzt habe ich es richtig, endlich mal, natürlich sehenswert, ne? Weil ihr habt da wirklich 360 Grad Inselblick. Ne? Und aber auch bei diesem Wetter, denke ich, ne? Mit den Wolken drüber, hat auch was Faszinierendes. Also es ist immer schön, Natur ist immer schön, egal wie und bei welchem Wetter. Ne? Das ist einfach so. Deswegen schaut ihr ja auch diese Wandervideos hier, weil es einfach toll ist. Ne? Kann man sich immer wieder anschauen und ja, entdeckt auch immer wieder neue Dinge. Also es ist einfach toll. Ja, das war's schon, ne? Von der zweiten Wanderung. Ne? Wisst ihr ja, immer wenn ihr die Bilder seht, dann sind wir am Ende hier nochmal toll. Die ganz tollen kommen gleich noch. Ich mache noch ein bisschen Musik und dann sehen wir uns bei der dritten Wanderung wieder. Bis dahin alles Gute, euer Mr. Wolfisch.